Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir die Vika-Quest beendet, indem wir ihn einfach umgebracht haben. Und heute haben wir nämlich etwas Wunderschönes für euch. Und zwar haben wir, was machen wir denn? Haben wir hier in Goodies Hand? Nee. Ich verstehe nicht, warum wird das hier schon wieder nicht angezeigt? Was soll denn das? Jetzt? Oder? Hä? Ich will doch einfach nur wissen, was ich machen soll. Questlog. Info. Ja, Info ist richtig. So, da wollte ich hin. Okay, wir haben da noch etwas zu brauen. Wir haben das hier noch. Das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich weiß nicht, wo ich die Federn herkriegen soll. Und dann machen wir der ruhelose Geist, dafür brauchen wir ja Mondblumen, die haben wir ja jetzt in der letzten Folge, glaube ich, geholt oder in der vorletzten, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und jetzt gucken wir mal, wo genau es hingeht. Es geht nach Letchko, nicht so weit weg. Das freut mich doch. Und ich werde gemocht. Auch in Ratai werde ich gemocht, finde ich gut. So, dann wollen wir mal zu Madame hingehen und gucken, was das mit diesem Geist zu tun hat. So. Oh, mal schauen. Bist du das? Ja. Diesen NPC habe ich noch nie gesehen. Du bist ein neuer NPC. Ich hörte, bei dir spukt es. Kunhuta, die Kräuterfrau, schickt mich. Ich bin hier wegen des Geistes. Du siehst nicht aus, als wüsstest du irgendwas über Geister. Warum ist sie nicht selbst gekommen? Du bist doch viel zu jung. Weißt du überhaupt irgendwas über Austreibungen? Ich kenne Abtreibungen und du kennst anscheinend keine BHs. Oh Gott, sie hat null. Das wird easy. Hör auf, mein Können in Frage zu stellen. Du willst einen Geist loswerden und ich bin hier, um einen auszutreiben. Also sei schon still. Ist ja gut. Ich sage ja nichts mehr. Echt, diese Brüste. was genau ist geschehen? Was genau ist vorgefallen? Es passiert immer nachts. Ein Geist erscheint mir und lässt mich nicht schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Echt, was habt ihr mit den Brüsten gemacht? Wessen Geist erscheint dir? Wessen Geist erscheint dir? Sein Name war Alois und er hatte einen Hof bei Ledetschko. Vor einigen Jahren verbrannte sein Haus und er gleich mit. Ich hörte, wer so grausam stirbt, kehrt oft als rastloser Geist zurück. Warum sucht er ausgerechnet dich heim? Warum sucht er ausgerechnet dich heim? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil wir Nachbarn waren. Sind zusammen aufgewachsen. Das ergibt wohl Sinn. Wo liegt Alois begraben? Wo liegt Alois begraben? Für den Exorzismus brauche ich Blumen von seinem Grab. An der Mauer auf dem Sasauer Friedhof. Das Grab ist etwas überwuchert. Ich war einige Male dort. Als er mir zum ersten Mal erschien, ging ich hin, um zu beten, aber es half nichts. Er kam wieder. Mehr Fragen habe ich nicht. Jetzt alle. Dann führe um Himmels Willen endlich das Ritual durch. Tschüss. Kauft ihr um Himmels Willen BH? Was ist denn das? Was zum Teufel? Was zur Hölle machst du da? Es gibt keine Frauen mit solchen Brüsten. Nicht mal im Mittelalter. Alter, wolltest du mal eine Kuh werden? Krass. Die Arme. Oh, das muss echt auf dem Rücken wehtun. So. Lefriedhof ist... da? Ach, Gottes Willen. So. Sucht sie ihn vielleicht heim, weil wir ihn ausgegraben haben? Und wieder sind wir hier an der Kirche angelangt. Yay! Das ist unser Grabchen der Kirche. Jetzt ist das dritte Mal, dass wir hier irgendwelche Gräber schänden. Naja. Wer es kann, der kann. Und ich finde trotzdem nie den Eingang. Ah. So, Löwenzahn. Grabblumen, ah, okay. Wir haben die Blumen.
Sag bloß, also muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Ist es das, was du mir sagen willst, Quest? Natürlich soll ich den ganzen Weg nochmal zurück. Alter. Huch, Überfall. Wer will aufs Maul? Zeigt euch! Das geht ganz schnell. Ja, wenn ich meinen Bogen schnell rausholen kann, hast du womöglich recht. Du bist tot. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Mehr hast du nicht. Au! Oh, ich habe ihn getroffen. Hilf mir doch, anstatt wegzulaufen. Shit, shit! Nein! Ah, oh, Gottes Willen! Okay, holen wir unser Schwert raus, was soll's. Nein! Puh! Jetzt viel Dark Souls gespielt! Ich will die anderen avisieren, ja. Nein! Du bist erledigt, Hundsfotz! Jesus Christus! Jetzt komm, verzieh dich doch! Ich schlachte dich ab! Shit! Nimm das! War auch ein verdammtes Schild, Mann! Hilf mir doch, Mann! Runter! Mehr hast du nicht drauf? Kannst du nicht mal sterben? Ich zerquetsch dich wie eine Laus. Soll das etwa alles sein? Okay, 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 jetzt reicht's mir. Ich will einfach nur weglaufen. Ich will nichts von dir! Ja. Hau rein! Hast bald ja. Die Knie bekommen, was? Ja. Ich knall euch einfach ab. Das ist der Dream, Alter. Was ist los? Komm schon! Ja. Oh. Ich kann auch feige kämpfen. Genauso wie ihr. Zwei gegen einen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Pfeile. Hier nehmen wir schön Spitzpfeil gegen die. Ja. Wo sind die? Hallo? Was war das denn? Ach, fuck, ernsthaft? Du musst von hier aus geschossen haben. Wie, du siehst mich nicht? Bist du wie retarded? Ja. Jetzt läuft er weg. Nicht mit mir, Bro. Ha! In den Rücken geschossen. Ah. Meine Fresse. Ah. Gib mir die Groschen. Der Rest ist weg. Ja. Sollte nur noch auf dem Pferd kämpfen, ey. Ja. Mit dem Schwert habe ich es überhaupt gar nicht. Keine Ahnung, irgendwie. Das dauert mir auch zu lange im Kampf mit dem Schwert. Ja. Ist nicht wirklich meins. Naja, reisen wir weiter. Vielleicht treffen wir sie nochmal. So. Wir haben Hunger. Wir sind müde. Wir sollten auf jeden Fall irgendwie mal die nächsten Unterkunft anvisieren, die hinter mir riecht. Ja. Guten Tag. Ich bräuchte etwas zu essen.
Dankeschön. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon eine Unterkunft gekauft? Oh, das geht auch so. So, ein neuer Tag bricht an. Und wir können somit unsere Quest weiterführen. So, wir haben auf jeden Fall die Grabesblumen. Wir haben die Mondblumen. Und jetzt können wir den Exorzismus starten. Ich würde gerne den Geist sehen, ganz ehrlich. Ich habe die Räuchermischung. Können wir beginnen? Lass uns zum Kreuz im Schlafzimmer gehen. Oh, was willst du im Schlafzimmer mit mir? Übrigens haben sich die Brüste irgendwie wieder beruhigt. Die sind zwar immer noch ziemlich gigantisch, aber nicht mehr so rund. Na gut, ich habe nichts gesagt. Die sind immer noch so ziemlich... Keine Ahnung, wer hat denn solche Brüste? Hey! Sorry, ich wollte sie nicht anfassen. Also, worauf wartest du? Ich bin etwas überfordert. Das ist mein erstes Mal. Das sagst du mir jetzt? Was soll's, fang schon an. Du hast doch die Blumen. Also gut. Latein, Muttersprache. Latein. Pater noster que est in canis sanctificetur omen tuum. Bist du sicher, dass das richtig ist? Psst, unterbrech mich nicht. In nominate partis et filies et spirits etc. etc. Ave Maria, gratia plenti, dominatrix tecum. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und allzeit und in Ewigkeit. O Herr, möge er ewige Ruhe finden und möge ewiges Licht seinen Weg erleuchten. Amen. Amen. Ich hoffe, ich kann endlich in Frieden schlafen. Komm morgen wieder, dann wissen wir, ob es gewirkt hat. Okay. 24 Stunden warten. Was zur Hölle machst du da? Was machst du? Du hast mich eingesperrt. Okay, testen wir es, indem wir schlafen. Nein, es geht leider nicht. Wir können keine 24 Stunden schlafen. Ich könnte schon. Aber mit der Charakter hier nicht. Wie komme ich hier raus? Hilfe. Bin frei. So, ich bleibe jetzt hier und starre 24 Stunden lang deine Brüste an. So, zack. Hallo. Nun, hat es geklappt? Ist der Geist fort? Aha, da bist du ja. Dein Glück, dass du von allein gekommen bist. Nein, nichts hat geklappt. Der Geist war da, wie immer. Und ich habe kein Auge zugetan. Heißt das, ich bekomme keine Belohnung? Ich bezahle dich für Ergebnisse, Junge, und bisher gibt es keine. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Altweibergeschichten Unsinn sind. Geh zum Apotheker Konjasch in Ratai. Er kennt sich mit Magie aus. Ihr einen Schlafdruck vorschlagen. Hast du es mit Mohnsud versucht? Ich kann dir welchen brauen. Glaubst du wirklich, das habe ich nicht ausprobiert? Es hat nichts gebracht. Gut, ich gehe zu ihm. Also gut. Aber vorher... Was ist denn? Ich gucke mal, was hier wirklich am Start ist. 24 Uhr ist Geisterstunde. Warten wir bis 24 Uhr. Und wenn ich sehe, dass die pennt, ne? Dann kriegt's aufs Maul. Dann kriegt's aufs Maul, ey. So, wo war die nochmal? Hier irgendwo, ne? Wehe dir, du pennst, ey. Toll, ich bin falsch. Von wegen Geister. Das ist ja ein Berg. Hier sind keine Geister. Willst du mich verarschen?
Die verarscht mich doch. Als ob, ey, ich glaub's nicht. Gut, gehen wir nach Rattay. Ich habe sonst nichts anderes zu tun, als nach Rattay zu laufen. Für was? Für nichts? Für'n Scheiß. So, müssen wir jetzt auch noch warten, bis Tag wird. Ich habe eine Stunde ja gebraucht. Echt jetzt? So, jetzt bin ich so viel gewandert und alles mögliche, dass ich schon wieder Hunger habe. Was für eine Folge, ey. Heute bin ich nur am Rumlaufen und Warten und Schlafen. Oh Gott, deswegen. So habe ich ihn noch nie erlebt. Was ist los hier? Bürger, was ist los? Ich habe zugehört. Gelobt sei Jesus. Na gut. Gott behüte dich. Du bist Händler, ja? Na gut. Da, das ist die Kleidung, die Oma eigentlich anhaben sollte. Aber ihr sieht das alles so voluminös aus. Guten Tag. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Du meinst von Toten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Ach komm schon, Konjasch. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut. Du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten. Ich halte es für Wissenschaft. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Ist gelogen. Interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es. In ihrem Haus spukt es. Oh ja, so würde es wohl ein Laie ausdrücken. Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Genau das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis, Necronomicon. Musst du noch mehr wissen? Okay, soll ich das Buch etwa stehlen? Willst du, dass ich das Buch stehle? Wenn du den Geist loswerden willst, hast du keine Wahl. Wenn du mir das Buch bringst, können wir den Zauber gemeinsam wirken, wo du doch kein Latein kannst. Natürlich. Ich hab's in dieser Folge demonstriert. Gut, ich beschaffe das Buch. Du findest es in der Klosterbibliothek. Aber der Weg hinein ist nicht leicht. Tatsächlich kenne ich niemanden, der bisher ohne weiteres eingebrochen und dann entkommen ist. Ich versuch's. Ich war's. Ich bin reingegangen. Hab da richtig Chaos gemacht und dann bin ich rausgelaufen. So. Ins Kloster, ja. Gut, da haben wir eh noch ein paar Seiten zu finden. Aber ich muss es noch irgendwie finden. Kann es vielleicht sein, dass ich es schon habe? Weil die Quest wurde ja nicht aktualisiert. Oh oh. Finde heraus, was... beschaffe das Buch. Das Buch trägt in die... Ah gut, okay. Aber wieso... Wieso wird mir auf der Karte noch angezeigt, dass die Quest hier ist? Beschaffe das Buch. Na gut. Okay, ich gehe einfach mal rein und gucken wir mal. Das Problem ist, ich war schon mal drinne. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Gott behüte dich. Ich gehe trotzdem rein. So, wie bin ich reingekommen, so, ne? Kannst du dich mal beeilen? Helfer des Klosters. Theoretisch kann ich dich doch beklauen, oder? Hey, da ist ein Dieb! Wache!
Nur theoretisch. Praktisch hat es irgendwie nicht geschafft. Hallo, Klostermeister. Himmel, was willst du jetzt wieder von mir? Ich weiß, wer es war. Wer was war. Es war der junge Smola. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten und weiß Gott wen sonst. Jesus Christus, wo ist er jetzt? Er ist fort und ich bezweifle, dass er zurückkehrt. Er weiß, hier wartet der Galgen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Sieht ganz so aus. Falls er Handlanger hatte, werden die sich jetzt ganz bestimmt zurückhalten. Ich bin froh, das zu hören. Nach all den schrecklichen Ereignissen werden wir Teile des Klosters neu einsegnen müssen. Lebe wohl. Wow. Kann ich jetzt wenigstens hier rumschnüffeln? Nee, ja, die Hälfte der Türen ist wenigstens offen für mich. Sollte ich, Scheiße. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Pferd. Mönchskutte. Ja, die ist natürlich völlig kaputt, ne? Gucken wir, vielleicht wirkt das ja. Muss ich hier jetzt extra alle Truhen knacken? Hast du da ein Tattoo? Nein. Dieser Ort ist nur Mönchen vorbehalten. Verlasse ihn auf der Stelle. Ja, gleich. Konstantin, okay. Bist du taub? Ich muss wahrscheinlich in die Bibliothek. Ist wirklich begeistert sind sie ja nicht, dass ich hier bin, ne? So. Du bist kein Mönch, du hast hier nichts verloren. Ich habe das Gefühl, dass ich das Buch schon mal organisiert habe. Hörst du mich? Bist du jemand Wichtiges? Kann ich mit dir reden? Nein. So, störe ich nicht bei meiner Suche. Turniere. Allmächtiger, was hast du hier zu suchen? Geh. Noch Fragen? So. Wo könnte das Buch denn sein? Der heilige Wenzel. Prag, Turniere schon wieder. Oh, hey. Hey! Was? Was treibst du? Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Ergib dich! Du musst finden. So. Ich bin am Suchen. Es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, dass ich das Buch schon habe. Keine Ahnung, ich bin ja hier schon mal durchgewuselt. Das ist das Problem. War ich hier schon? Prag. Was, wenn ich, sehr schwer. Krieg ich das irgendwie geknackt? Nein, ich bin einfach zu kacke dafür. Was ist, wenn ich in mein Pferd reingucke? Habe ich da irgendwie die Bücher untergebracht? Nee, wer braucht Schlüssel? Ich. Ja, egal, wir haben ja noch eine Bibliothek gesehen. So schlimm kann das ja nicht sein. Also haben wir noch hier einiges zu erkunden. Bist du was wichtig? Okay, du bist wichtig. Hast du Glück gehabt. Alle, die einfach Mönch heißen, kann ich übrigens töten. Habe ich so beschlossen.
Vielleicht brauchen sie dann endlich mal neue Mönche und denken sich, ich lade den mal ein, den Typen. Der hat voll was drauf. Der kann mit vollem Bogen umgehen. Sehr schwer. Aber es gab hier doch irgendwo noch eine zweite Bibliothek. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was hast du hier zu suchen? Mönch? Du darfst hier nicht sein. Pass auf, wo du hingehst. Hey, Bruder Kellner. Na gut. Dann nicht. Schön langsam, Bruder. Was? Verlasse ihn auf der Stelle. Du! Bleib sofort! Wo könnte dieses Buch noch sein? Es muss in einem abgeschlossenen Bereich sein, weil das ist ja Nekromantie, ne? Hallo, Novize. Novize? Gibt es hier auch normale Novizen ohne Namen? Nee. Ich wäre gerne Novize. Von hier komme ich, oder? Nee. Ist da jemand? Gott, man kann sich hier so schnell verlaufen, aber hier ist noch... Nein, hier ist nichts. Ich habe das Gefühl, dass ich das Buch hatte und dann einfach weggeschmissen habe. Aber ich dachte, das wäre nicht wichtig. Da unten ist noch eine Wache. Gehen wir doch einfach mal da runter. Also ich könnte versuchen, einen von den Typen zu bestehlen und einen Schlüssel irgendwie zu beschaffen. Um die schweren Türen zu öffnen. Gibt's hier irgendwas Verstecktes? Ja, eine Tür. Wird sehr schwer. Dann knicken wir halt das. Nee, ein paar Kelche drin, ja. Der Hit ist das aber nicht. So, mich erstmal vom Blute reinwaschen. Ach, man kann hier schlafen. Cool. Ja, so einigermaßen. Sieht aus wie so eine Gefängniszelle. Nee, ich weiß ja nicht, ob man da schlafen möchte. Ja, wir haben da auf jeden Fall noch eine Wache gesehen, die würde ich gerne umbringen. Aber es gibt hier irgendwie keinen Weg nach unten, oder? Bin ich jetzt unten? Ja, doch. Nee, ich glaube nicht, dass ich das Buch hätte wegwerfen können, weil es ja auch ein Questgegenstand ist, ne? Schade. Herausgerissene Buchseiten. Vielleicht sind das die herausgerissenen Buchseiten. Du bist... Ich verstecke mich mal, vielleicht kann ich ihm den Schlüssel klauen. Er ist der Bibliothekar. Er scheint der Wichtige zu sein. Wasche mich von meinen Sünden frei. Kannst mich gar nicht sehen, Mann. Jetzt läuft er weg. Ich hab mich von meinen Sünden reingewaschen. Was läufst denn du weg? Gib mir einen Schlüssel. Bücher, Bücher. Federn. Oh mein Gott. Aber irgendwie waren es nicht die Federn, die ich brauche. Schade eigentlich. Hier kann ich auch nichts klauen. Ich würde gerne den hier beklauen. Ich meine, der guckt ja gerade eh auf den Boden, oder? Oh Gott. Du bist kein Mensch, du hast hier nichts verloren. Hinfort! Ich verstecke mich hinter ihm.
bin ein Chamäleon. Kannst mich nicht mehr sehen. Please. Bist du taub? Verdammt, der sieht mich trotzdem. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, geht morgen die Reise weiter und wir suchen nach diesem komischen Buch hier drin, bis wir uns richtig gut auskennen und wir ein paar Leute beklaut haben und deren Schlüssel haben. Vielleicht sollten wir nochmal zurückgehen und die Leichen untersuchen. Sehr leicht. Dieser Ort ist nur Mönchen vorbehalten. Verlasse ihn auf der Stelle. Herausgerissene Buchseite. Welchen cool. Teil davon begreifst du nicht? Sei froh, Konstantin, dass du einen Namen hast, sonst wärst du schon längst tot. Ach, sie haben mir die Tür nach draußen geöffnet. Das ist ja nett. Finde ich gut. Ach, hallo Wache. Bewachst du gerade eine Leiche? Hm? Willst du selber zu einer Leiche werden? Bitteschön. Nix. Hier ist noch die Bibliothek. Wollte ich nicht eigentlich die Folge beenden? War da nicht irgendwas? Ja, aber wenn wir sie schon gefunden haben, dann können wir uns ganz kurz umsehen. Sehr schwer. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da drin ist. Ich werde wohl morgen in der nächsten Folge einfach mal versuchen zu schlafen. Nicht zu schlafen, sondern zu warten, bis es Nacht wird. Und Marathon. Gut, nehme ich mit. Scheiß drauf. Zu warten, bis es Nacht wird, bis sie alle schlafen. Und dann versuche ich da irgendwie Schlüssel zusammenzufinden. Weil bisher werde ich nicht fündig. Und ich habe das Gefühl, dass diese Bücher versteckt sind. Hier, beim Alchemisten. Oh! Nehme ich alles. Herausgerissene Buchseite. Was auch immer das bedeutet. Verband. Was ist das? Keine Ahnung. Schade, ja auch nicht. Aber wir haben noch eine abgerissene Buchseite gefunden. Ich weiß nicht, was das bringt. Eine Seite, die aus einem Buch rausgerissen wurde. Was du nicht sagst. Na ja, Freunde, wir sehen uns dann, morgen zu einer neuen Folge wieder, wenn wir weiter hier im Kloster rumwühlen und das Buch suchen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.